Die Businessfragen AG führt eine Kapitalerhöhung in Höhe von Euro 500.000 durch. Hiervon fließen Euro 150.000 dem Grundkapital und Euro 350.000 den Kapitalrücklagen zu. Wie lautet der Buchungssatz? Und wenn wir uns diese Aufgabe wieder mit Hilfe unserer vier Schritte anschauen, so können wir hier erkennen, dass wir auch hier wieder zuerst einmal drei Konten brauchen. Aber bevor wir auf diese drei Konten eingehen, noch ganz kurz eine Anmerkung: Was ist überhaupt eine Kapitalerhöhung? Eine Kapitalerhöhung bedeutet nichts anderes, als wie dass eine Aktiengesellschaft neue Aktien, also sprich zusätzliche Aktien, auflegt und diese verkauft werden. Und wichtig im Zusammenhang mit einer Kapitalerhöhung ist immer zu unterscheiden, was ist der Nominalwert und was ist der Verkaufswert sozusagen der neuen Aktien. Und die Differenz daraus ergibt dann dieses Aggio. Und dieses Aggio, also die Differenz zwischen der Nominale und dem tatsächlichen Verkaufspreis. Und dieses Aggio, also diese Differenz, darf eben nie auf dem Grundkapital gebucht werden, sondern dieses muss in die Kapitalrücklagen gebucht werden. Und aus diesem Grund haben wir auch hier in der Angabenstellung diese Trennung. Und wenn wir uns jetzt die Konten anschauen, das heißt, wir bekommen einmal, nachdem wir neue Aktien auflegen und diese verkaufen, 500.000 Euro als Aktiengesellschaft. Und diese 500.000 Euro bekommen wir im Regelfall auf das Bankkonto überwiesen. Das heißt, wir benötigen einmal auf alle Fälle ein Bankkonto. Darüber hinaus gehen 150.000 ins Grundkapital, weshalb wir eben auch das Kapital bzw. das Grundkapitalkonto brauchen. Und weitere 350.000 gehen dann in die Kapitalrücklagen, weshalb wir eben hier auch ein Kapitalrücklagenkonto benötigen. Und wenn wir uns dann im nächsten Schritt auch wieder überlegen, um welche Kontoarten es sich handelt, so wissen wir, dass die Position Bank oder das Bankkonto finden wir in der Bilanz wieder, und zwar im Umlaufvermögen, also auf der Aktivseite. Aus diesem Grund haben wir eben hier ein Aktivkonto bzw. ein aktives Bestandskonto bei der Bank. Und das Kapital, wenn wir uns auch hier wieder die Bilanz vorstellen, so finden wir das Kapital auf der Passiva, und zwar im Konkreten beim Eigenkapital, also sprich beim langfristigen Kapital. Und hier kann dieses Eigenkapital eben in mehrere Positionen unterteilt werden, und hierzu zählen eben das Grundkapital und die Kapitalrücklagen. Und aus diesem Grund handelt es sich sowohl beim Grundkapital als auch bei den Kapitalrücklagen um sogenannte Passivkonten bzw. passive Bestandskonten. Und dann müssen wir uns natürlich noch überlegen, handelt es sich hier bei den jeweiligen Konten um eine Vermehrung oder eine Minderung? Also wir bekommen 500.000 Euro auf unser Bankkonto überwiesen. Dementsprechend haben wir eine Vermehrung des Bankkontos. Und eine Vermehrung eines Aktivkontos, wie wir schon gelernt haben, wird im Soll gebucht. Und wenn wir uns dann das Grundkapital bzw. die Kapitalrücklagen ansehen, so können wir uns das Kapital ja gewissermaßen vorstellen, wie das das Schulden gegenüber unseren Eigentümern sind. Und dementsprechend werden auch unsere Schulden gegenüber unseren Aktionären sozusagen mehr. Und aus diesem Grund sprechen wir sowohl beim Grundkapital als auch bei den Kapitalrücklagen ebenfalls von einer Vermehrung. Und eine Vermehrung von Passivkonten bzw. passiven Bestandskonten wird immer im Haben gebucht. Und auch hier braucht man gar keine komplizierte Berechnung durchführen, da die Beträge ja bereits vorgegeben sind und diese Beträge auch keiner Vorsteuer unterliegen oder einer Umsatzsteuer unterliegen. Und dementsprechend können wir auch gleich den Buchungssatz durchführen. Der Buchungssatz lautet dann Bank mit 500.000 Euro an Grundkapital
mit 150.000 Euro und an Kapitalrücklagen mit 350.000 Euro. Und auch hier habe ich Ihnen wieder die Darstellung in der T-Kontenform vorbereitet. Und dementsprechend haben wir auf der Bank im Soll dann die 500.000 Euro, beim Grundkapital die 150.000 Euro im Haben und bei den Kapitalrücklagen 350.000 im Haben. Und wenn wir uns das dann anschauen, dann sehen wir auch hier wieder, dass wir Summengleichheit haben im Soll und im Haben. Weil 500.000 haben wir da im Soll gebucht und die 150 und die 350.000 ergeben auch wieder 500.000 und dementsprechend haben wir auch im Haben 500.000 Euro gebucht.